Hallo, das ist ein Flusskrebs. Er gehört zu den Krebstieren. Interessanterweise besitzt er nicht nur 8 Laufbeine und 2 Beine mit Scheren, sondern auch noch jede Menge kleiner Füßchen im Mund- und Schwanzbereich. In diesem Video, in dem wir uns mit dem Bau von Krebstieren am Beispiel des Flusskrebses beschäftigen, wollen wir unter anderem das Geheimnis dieser Füßchen lüften. Zu den Krebstieren gehören neben den Flusskrebsen auch der Hummer, die Krabbe und die Garnele. Aber auch kleine Arten wie der Flohkrebs oder die Asseln zählen zu den Krebstieren. Der europäische Flusskrebs ist etwa 18 cm groß und ist vor allem nachts aktiv. Tagsüber versteckt. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com. Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus. Auf www.sofatutor.com